Bundesumweltministerin Steffi Lemke lehnt neue Autobahnprojekte entschieden ab. Im Deutschlandfunk betonte sie, sie sehe keinen Grund, weitere Autobahnen zu planen. Dass wir beim Autobahnneubau sagen, Klima- und Umweltschutz ist unwichtig, Straßenbau ist wichtiger, das kann nicht sein. Zwar gäbe es sicherlich auch geplante Projekte, bei denen es sinnvoll sei, sie fertigzustellen. Es käme in jedem Fall aber auf eine sorgfältige Prüfung an. Als Gründe für ihre Abwehrhaltung gegenüber Neubauten gab sie unter anderem die Klimakrise und das Natursterben an. Zumal Deutschland das zweitdichteste Straßennetz weltweit hätte. Es käme viel mehr darauf an, bestehende Autobahnen zu modernisieren und intakt zu halten. Lemke betonte im Zuge dessen auch, alternative Transportwege unterstützen zu wollen. Ich glaube, dass sehr viele Menschen auf das Rad, auch auf Fußwege und jetzt vor allem neu auf die Schiene umsteigen wollen. Das hat ja das 9-Euro-Ticket massiv gezeigt.